Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal mit den beiden Billy und Rebecca unterwegs in der Ausbildungsstätte von Umbrella, so heißt das hier, das Gebäude. Und genau, wir waren ein bisschen am Erkunden und dann wollen wir mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Wir sind beim letzten Mal einfach hier zum Safe-Raum, zum Speicherpunkt gerannt. Und haben uns diesen Raum aber noch gar nicht angeguckt. So. Das Bild zeigt Leute, die in einem Krieg kämpfen. Oh Mann. Okay. Alles ein bisschen sehr mysteriös hier. Computer-Displays. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Dino Crisis, dieser Schulungsraum. Ah, guck mal, da liegt was. Ein Dokument liegt da. Okay, dann das lesen wir natürlich. Na komm, da ist es. So. Was haben wir denn hier? Richtlinien für Auszubildende. Ziel der Ausbildungsstätte. Das Heranziehen einer neuen Generation perfekter Mitarbeiter zur Sicherung der Zukunft der Umbrella Corporation. Ah ja. Eine strenge und rigorose Ausbildung sorgt dafür, dass unabhängig vom Geschlecht, Rasse und Glauben nur perfekte Kandidaten hervorgebracht werden, die sich als globale Führungskräfte für die Umbrella Corporation eignen. Perfektion, wie immer, Umbrella, ne? Streben nach Perfektion. Ja gut. Wir erwarten gespannt die Entwicklung in ihrer Führungsqualitäten. Richtlinien der Ausbildung. Disziplin, Gehorsam, Einheit. Diese drei Worte sind die Grundprinzipien für alle Mitarbeiter der Umbrella Corporation und als Gesetz dieser Anlage zu verstehen. Halten Sie diese Worte stets vor Augen. Widmen Sie sich Ihrer Ausbildung und machen Sie sich selbst und dem Unternehmen Ehre. James Marcus, Geschäftsführer Umbrella Corporation, Management, Ausbildungsstätte. Ah ja, also die streben hier wieder nach Perfektion und keine menschlichen Fehler machen und alles. Ach ja, das kennt man doch, ne? So, hier ist jetzt auch wieder eine Vorlesung. Oder was? Ui! Fahrt für Evakuierungsübung gesperrt. Aktivierung des Freigabesystems erfordert System Disk. Hightech hier. Aber wieder eine System Disk. Hatten wir ja auch in Resid 1, 2 und 3. Und ja. Gut, Veronica glaube ich auch einmal. Wartet mal, jetzt ist da oben wirklich diese Tür offen. Das möchte ich mir aber gerne mal anschauen. Gibt es hier noch irgendwas? Ein Gerüst? Wollte jemand das Gemälde restaurieren? Oh, was ist das? Die Schwerter der Ritter blockieren die Tür. Da könnte man aber theoretisch rein. Okay. Interessant. So, war die ganze Zeit offen? Hä? Die war doch abgeschlossen. Oder irre ich mich da jetzt? Wir waren doch beim letzten Mal hier und konnten hier nicht rein. Sind jetzt wieder hier draußen, ja, bei den Vögeln. Danke, nein. gut, dann ist jetzt halt offen. Keine Ahnung wie. Ja, okay, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil Zero. Ein sehr spannendes Projekt. Das Bild zeigt eine Gruppe von Revolutionären. Und ja, hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Nehmt das Ganze wieder am Sonntag auf, wie immer. Und ja, ich höre es doch da schluffen. Ein altes Gemälde. Es zeigt eine junge und eine alte Frau, die ein Baby halten. Da ist er. So, alles klar. Dann schönen Kopfschuss. Und ich glaube, wenn der schnell wird... Oder das reicht auch schon so. Okay, alles klar. Dann der Nächste. Kommt bitte her. Oh, diese Grafik, ne? Die sieht so krass aus. So, und... Hallo? Oh, warum klappt denn der Kopfschuss nicht? Was soll denn das? So, jetzt. Oh, schaut euch das an. Das Blut auffletscht, ey. Aber ihm geht's noch gut, das ist sehr gut. Ich muss momentan mit der Shotgun rumlaufen tatsächlich, weil
Wir haben mit Rebecca brauchen wir halt auch ein bisschen Munition, ne? Und deswegen, finden halt keine normale Pistolenmuni. Und deswegen muss ich jetzt halt mit der Shotgun hier rumlaufen. Okay, die Tür hier wäre offen. An der Wand hängen alte Gemälde. Auf allen sieht man Frauen. Oh, jetzt ist hier ein LKW vor der. Och, Leute, nicht jetzt. Eine Sammlung weiblicher Statuen. Scheint keine besonderen Merkmale zu haben. Da können wir nicht rein, weil da ein Feuermotiv eingraviert ist. Okay. Das heißt, wir würden jetzt mal hier reingehen. Diese stylische Glastür. Und mal gucken, was sich das hier hinter wieder verbirgt. Mensch. Noch mehr Zombies? Nein. Okay, sehr gut. Einfach nur ein Raum. Alles klar. Ja, dann gucken wir uns mal um. Würde ich mal vorschlagen. Was ist das? Ein Mikrofilm. Was hast du jetzt damit auf sich? Legen Sie den Mikrofilm in einen Projektor ein, um ihn anzusehen. Ach, das ist sowas wie bei Resi 2 mit Leon. Können wir so einen Film angucken. Aha. Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt sie zur wahren Weisheit. Ah, und das ist dann ein Rätsel, weil das so hervorgehoben wird, oder was? Interessant. Verschlossen. Mit dem Computer wurden vermutlich Datenbanken durchsucht. Jetzt ist er völlig verstaubt. Reception Desk. Ah, okay, das ist also die Rezeption hier von dem Gebäude. Gibt's noch mal sowas? Verdammt. Rebecca, komm mal bitte mit. Ich brauche deinen Itemplatz. Verdammt nochmal. Wir haben jetzt den Rehweg sauber gemacht für dich. Und genau, dann stapfen wir mal den Weg jetzt hinterher. Und wir brauchen wieder Itemplatz. Ja, wobei, das Farbband kannst du ja selber aufnehmen gleich, ne? Das sollte ja gehen. Und ja, genau. Bin ich mal gespannt, was es hier noch gibt gleich. Mir wären mehr Infos, sonst wäre tatsächlich sehr gelegen. So, du kannst das ja aufnehmen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt schon einige Farbbänder, ne? 8 Stück. Ja, das passt doch. 8 Stück, 8 Farbbänder. Läuft. Können wir jetzt wieder sorgenfrei speichern nach jeder Folge. Das ist gut, Freunde. So, Bücherei oder was hier ist das, ne? Das Bücherregal enthält zahlreiche Bücher. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Okay, was gibt's denn hier noch? Da ist ein Aufzug. Ah! Die Windelsteuerung für einen Aufzug. In der Klappe ist ein rechteckiges Loch. Ja, aber die Winde hat Rebecca. Ah, okay, das heißt, wir können hier Aufzug fahren. Auch noch automatisch, also auch noch manuell, meine ich. Oh Mann. Gut. Dann hast du die Winde, du kannst sie ja da einstecken. Genau, wunderbar. Und dann. Der Aufzug scheint betriebsfähig zu sein. Aber erst muss jemand einsteigen. Das macht bitte Billy. Okay, geh auf den Aufzug und Rebecca macht dann den Aufzug an, oder was? Aufzug benutzen. Rebecca kann ihn anscheinend nicht be. Ah, okay, wir müssen mit Rebecca da hoch. Jetzt weiß ich, was ihr meint, mit Rebecca auch Munition geben. Aber gut, sie hat ja noch einen Shotgun-Schuss. Aber ich weiß halt nicht, ob das so reicht. Aber lass uns einfach so da hochgehen. Billy, du musst das kurbeln. Du musst an der Winde drehen. Ja, Aufzug benutzen. Ah ja. Okay.
Hier oben dürften aber... Oh! Oh Gott. Was ist das denn? Da habe ich mich wieder total erschrocken. Mach so schnell hier wie möglich. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ah! Das Ding ist noch am Leben, ne? Ah, das ist ein Käfer oder so. Ah! Oi! Oh, wie eklig! Wie eklig! Oh Gott! Geh kaputt! Okay. Bäh! Ein ekliger Käfer, aber wir sind noch grün, hey. Haben allerdings keine Munition mehr. So, was hat das denn jetzt ganz jetzt hier gebracht? Hä? Was haben wir hier oben überhaupt? Ausbildungsstätte? Neues Geschoss auf jeden Fall. Oh Mann. Oh Gott. Eine massive Uhr. Der Minutenzeiger scheint zu fehlen. Ah, da ist noch so ein Teil. Ah. Gehören sicher zur großen Uhr. Die scheint keine Sonne mehr. Ja, nimm doch die Buddy. Warum nimmst du denn die Buddy jetzt nicht? Hallo? Oh Gott, nimm die Buddy. Oh Gott. Okay. Und hier nachladen. Oder ich schmeiß jetzt gleich den Molotow-Cocktail damit dahin. Ausrüsten. Ah, Mann. Kombinieren. Ich kann nur das Ding, dass das Ding mich jetzt hier so anspringt. Ah, nein. Geh weg. Geh weg. Das ist eklig. Aua. Rebecca, komm. Igitt. Igitt. Ah, geh weg. Oh Gott, nochmal. Nein, 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 nein. Geh doch kaputt. Oh, Mann. Wie geht's dir? Nur gelb. Och, okay. Ja, Schwein gehabt. Puh, okay. Das waren eklige Käfer. Boah, ist das eklig hier. Ich hasse ja sowas, ne? Mit Käfern und allem. So, also hier brauchen wir tatsächlich irgendwie einen Minutenzeiger. Und hier oben können wir durch. Das Blöde ist, wir können Billy jetzt nicht nachziehen. Ne, weil er halt die ganze Muni hat. Jetzt habe ich echt nur noch einen Molotow-Cocktail und ein paar Schuss Muni. Oh Gott. Vögel. Krähen. Okay, oh Gott. Die sind Krähen. Oh Gott, geht weg. Geh weg, du blödes Teil. Die machen zum Glück nicht so viel Schaden. So wie ich das aus Resident Evil kenne. Nimm das bitte direkt. So. Ich hab das nicht gerne, wenn du gelb bist. Das Wasser ist sauber, aber der Boden ist verschmutzt. Hier gibt's aber auch keine Items. Ah, da ist ein rotes Kraut. Scheiße, hätte ich das vielleicht, das Grüne vielleicht nicht benutzen sollen. Ne? Oh Gott. Aber ich bin so nervös wegen den Vögeln gewesen. Ach du Kacke. Riesenbereich hier. Das sieht mir sehr nach Bosskampf aus, ne? Oh verdammt. Das Gerät hat die Kette aufgewickelt. Ein Gerät zum Aufwickeln der Kette. Das erstmal. Ich möchte, dass Billy hier ist. Oh Gott. Kommt man hier nicht irgendwie? Ach. Das sieht aber ganz schön krass hier aus. Hier ist eine riesige Maschine, aber sie haben keine Ahnung, wozu die benutzt wird. Ja, habe ich auch nicht. Ah, guck mal. Ein Käfig zur Aufzucht von Tieren. Er ist so schwer zum Hoch. Ja, wir müssen die Maschine bewegen. Okay. Alles klar. Haben wir hier aber noch irgendwas? Tatsächlich haben wir da noch eine Treppe, ne? Da hinten. Wartet mal. Hier ist noch eine Treppe. Ah, guck mal, da sind auch wieder so Schwerter. Das heißt, hier haben wir dann irgendwann eine Abkürzung. Die Schwerter der Ritter blockieren die Tür. Könnte sein, ne? Dass wir dann hier eine Abkürzung kriegen.
Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie nicht mit Rebecca hier rumlaufen. Oder sollen wir uns nochmal Munition von Billy holen? Da liegt auch noch ein rotes Kraut da draußen, das darf ich nicht vergessen. Okay, wir können hier runter. Oh Gott, ich habe irgendwie Schiss, ey. Ich möchte irgendwie speichern. Ah, okay, wir sind jetzt hier hinter tatsächlich. Mal gucken, was hier abgeht. Oh nein, okay. Käfer. Alles klar. Oh Gott, das heißt, wir müssten... Können wir hier nicht mit Billy irgendwas machen? Wartet mal. Können wir nicht mit Billy irgendwie nachgehen? Oh Mann, das wäre... Da ist eine Treppe. Claire. Ach, Rebecca heißt das. Können wir da nicht irgendwie rein? Das sieht schlecht aus. Ne, das sieht echt schlecht aus. Das heißt, wir müssten eigentlich da unten weitermachen. Ach, da ist ja auch noch ein Weg. Abwärts. Da ist ja auch noch ein Weg. Ja, wartet mal. Da bin ich doch noch... Da sind wir doch noch gar nicht hingegangen. Jetzt verliere ich zwar Rebecca ein bisschen aus den Augen, aber dann würde ich da gerne noch mal kurz hin. Anstatt da oben weiterzumachen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass da oben ein Boss kommt. Ich weiß nicht warum. Was macht der denn jetzt wieder hier? Ich habe dich doch eben platt gemacht. Ein Kopfschuss. So, weg mit dir. Verdammt nochmal. So. Ein altes Gemälde. Oh, ich möchte tatsächlich noch erstmal gucken, was da hinten ist. Da waren wir ja... Ach, wartet. Da war doch dieser Gasraum, ne? Das war die Gasstelle, deswegen... Aha, okay. Deswegen waren wir da nicht. Also es ist aber weiter oben. Aber wir kommen da nicht... Nee, wir kommen da nicht hin. Tatsächlich. Das heißt, wir müssten echt mit Rebecca jetzt weitermachen. Oh Mann, nein, bitte nicht. Ja, gut. Okay. Das heißt, wieder zurück. Verdammt. Dann muss ich mich mit Rebecca mal ein bisschen aufrüsten, waffentechnisch. Weil, damit wir die Käfer kaputt kriegen. Weil ich möchte nicht, ja, das war da Probleme mit der Gesundheit. So, dann geh bitte wieder hier hin rein. Zack. Dann hole ich Rebecca wieder zurück. Oder geht das überhaupt noch? Warte mal. Geht das überhaupt noch jetzt? Geh bitte wieder mal runter. Ah, wartet mal. Ob sogar die Fahrt nach oben... Hat die Fahrt nach oben nicht überstanden? Er ist nur nutzlos. Oh nein, das heißt, wir kommen jetzt gar nicht mehr hier. Verdammt, 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 verdammt. Und wir haben nur 6 Schuss. Nö, das heißt, da muss ich abhauen erstmal. Da muss ich erstmal versuchen, irgendwie auszuweichen. Oh Gott. Das heißt, der Aufzug ist hin. Okay, ja, das... Ah, was ist das? Ein Granatenwerfer. Oh mein Gott, aber ich kann da nicht... Ich kann den nicht... Okay, lass mich hier raus. Verschlossen. Wassermotiv. Scheiße, aber da ist ein Granatenwerfer. Aber mehr gibt's hier auch nicht. Aber wenn die zu ist... Da liegt ein Granatenwerfer. Rüste mal diesen Molotow-Cocktail aus. So, das reicht mir jetzt... Ah, schmeiß doch! Ah, Mann! Okay, aber das war... Oh Gott. Rebecca, jetzt nimm den Granatenwerfer! Okay. Oh Mann, ich hasse diese Dinger. Rüste ihn aus! Was ist denn hier los? Oder was? Ja, ich musste jetzt leider Granaten dafür nehmen. Wow, der Granatenwerfer ist ziemlich mächtig.
Alles klar. Wir haben es überlebt, Freunde. Das ist gut. Wir haben es echt überlebt. Diese Gemälde sind nicht mal verpackt. Sie sind einfach achtlos aufeinander gestapelt. Dieses Objekt können sie jetzt nicht tragen. Ach, das ist... Okay. Nochmal so ein anderes Teil. Ja, wobei, das Jagdgewehr können wir ja ablegen. Wir brauchen doch kein Schrotgewehr mit 2 Schuss. Deswegen, Rebecca, leg das ab. So, brauchen wir nicht mehr. Dann nimm dir das Story-Item mit hier. Die Musik hier ist irgendwie scary, ne? Shotgun-Muni, sehr schön. Für, Billy. So, dann. Okay, ja, sonst haben wir hier nichts tatsächlich. Nee, sonst ist hier nichts. Okay. Gut, das heißt einmal sortieren. Wir haben 7 Shotgun-Schuss. Wir haben jetzt noch die 6 Pistolen-Schuss, den Granatenwerfer und wir sind orange. Also mit. Boah, die Mucke hier erinnert mich irgendwie gerade an den ersten Teil. Ich weiß auch nicht. Im Keller unten. Boah, das war eklig. Die Seele. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter, sagt mal? Wir müssen zurück in die Haupthalle, ne? Aber die hier geht ja nicht. Ah, Tür wurde aufgeschlossen. Ah, cool, okay. Das heißt, wir können jetzt zu Billy. Ah, Gott sei Dank. Gut. Ah, wunderbar. Billy ist ja da vorne. Alles klar. Billy, komm bitte zurück. Ich brauch dich. Dann gebe ich dir nämlich gleich einen schönen Granatenwerfer. So. Geh bitte schnell zu Rebecca. Mann, 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 nee. So, aber zum Glück haben wir die Stelle da überlebt. Auch wenn wir dafür 2 Granatenschuss gebraucht haben. Die ziemlich wertvoll sein können. Aber... Ich sag mal so, bis jetzt haben wir in jedem Resident Evil Spiel übelst viele Granaten gespart, aber dann am Ende nicht mehr gebraucht. Also irgendwie, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier auch diese Granaten, dass ich bis zum Ende aufheben müssen oder ob wir die auch ab und zu mal verbrauchen können. Ne, weil es ist ja so, wir haben bis jetzt tatsächlich immer zu viele Granaten am Ende gehabt, bei jedem Spiel. So, da bist du. Gut. Das heißt, Item Management. Das legen wir gleich ab. Der kann zu Billy. Wenn Billy nicht voll wäre. Können nicht hier treiben werden. Nee, gut, dann setz erstmal dieses Ding da hinten ein. Ja, wobei, wartet mal. Bei dem Ding fehlt die Flügel. Fehlen die Flügel. Eine Steinstatue in Form einer Frau. Bei dem Ding fehlen die Flügel. Leg das mal hier ab. Statue vor der Waage entfernen. Ah, okay. Nein, erstmal nicht. Leg das mal ab. So. Wird das dann gleich... Ne, seht ihr? Die rechts, die Statue, die ist noch zu leicht. Das heißt, wir brauchen da noch ein... Auf jeden Fall noch mal irgendwas, was wir da rechts noch drauflegen können. Okay, interessant. Was haben wir dann hier? Dann müsstest du jetzt aber den Granatwerfer... Ah, die Muni, die Muni. Die Muni, die können wir komplett zu Billy tun. Austauschen. Hiermit alle... So. Wunderbar, das heißt... Ah, okay. Das heißt, sie hat dann da den Platz noch frei. Wenn wir jetzt zu Billy wieder gehen. Er ist doch auch noch voll geheilt. Können wir das hier austauschen mit Rebecca. So, und das hier auch austauschen mit Rebecca. Dann hat er einen Granat... Dann hat sie einen Granatenwerfer noch in der Pipeline. Die Farbbänder. Ja, dann passt das.
Da müsste ich jetzt aber gucken, wo wir jetzt weitermachen. Mach mal bitte Team. Ich möchte dich nicht immerhin nachziehen müssen. Ah, ich glaube... Genau, wir können ja hier oben weitermachen direkt. Ah, das ist gut. Wir können da hier oben weitermachen. Aber irgendwie will ich erstmal speichern. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie Schiss, dass da oben ein Boss kommt. Geht wieder zurück. Ich möchte erstmal speichern. Bitte. Weil nicht, dass wir da irgendwie, wie gesagt, ein Boss kommt und wir dann fehlen. Weil wir haben nicht umsonst einen Granatenwerfer gekriegt, ne? Deswegen geh bitte speichern. Meine Güte. Aber schicke Villa auf jeden Fall. Oder eine Ausbildungsstätte. Ich finde sie cool. Auf jeden Fall. Auch die Einrichtung ist wieder sehr schön. Richtig schön klassisch Resident Evil Style hier. So. Auch im Anbetracht dessen, dass die Folge gleich wieder voll ist, ne? Speichern wir hier mal. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Resident Evil Zero Let's Play. Mir gefällt es sehr. Und auch wenn es schwer ist, also wir haben hier zu kämpfen, ganz klar. Aber das macht es doch aus, so ein neues Resident Evil Spiel, ne? Es muss ja auch irgendwann mal schwer werden, zumal wir auf normal spielen und nicht auf leicht. So, dann können wir jetzt hier oben hoch. Genau. Dann können wir da weitermachen, wo Rebecca jetzt aufgehört hat. So, weil... Wir waren da hin. Rebecca, kommst du bitte schnell damit? Genau, wir waren hier. Genau, hier. Ein Gerät zum Aufwickeln der Kette. Gerät starten. Okay. Ah, okay. Mhm. Okay. Alles klar. Oh, Billy hält's fest. Okay. Das heißt, wir müssen mit Rebecca hier runter und das Ding dann wiederholen, oder was? Das Ding, dieses Item da unten. Oh, wartet mal, ich habe irgendwie Schiss, dass... dass das Ding dann runterfällt. Oh Gott. Ich habe irgendwie Schiss, dass Billy jetzt die Kraft verliert. Und dann... Komm, nimm es schnell. Können sie nicht tragen, oh Gott. Warum das denn jetzt nicht? Ja, weil wir voll sind. Na, ganz toll. Leg das Ding. Kann hier nicht abgelegt. Warum? Ablegen. Warum kann hier kein Zeug abgelegt werden? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum kann da kein Zeug abgelegt werden? Ja, Billy, du musst leider noch ein bisschen festhalten. Ich kann hier irgendwie kein Zeug ablegen. So, hier kann ich Zeug ablegen. So. Irgendwie kann ich da kein Zeug drin ablegen. Ich weiß auch nicht warum. Sorry, Billy, ich bin gleich fertig. Du bist aber ein starker Mann, du schaffst das schon. Wir haben einen Schlüssel und so schnell wie möglich da weg, weil ich hab... Ja, das war doch so klar! Das war doch so klar, ey! Oh, nein! Nein! Es war doch so klar, dass wir hier einen Boss haben. Ey, Mann, ich hasse das. Ja, toll. Und mit 20 Shotgun-Schuss. Wartet mal. Ja, ziel dich. Lass Rebecca los. Du blödes Ding. Ist das eklig. Ein Tausendfüßler. Hallo? Schieß drauf. Nein, nein, lass! Nein, 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 nein! Hä? Treffe ich das überhaupt? Treffe ich das Ding überhaupt? Oh, Mann! Oh, okay, das heißt, wir müssten es so angreifen. Bleib hier! Bleib hier! Mann! Ah, okay, das heißt, so müssen wir das platt machen. Ich hab's verstanden, das System, aber wir sind auch schon angekratzt hier. Aber wir haben keine Heilung! Und... Okay, so.
Okay, wenn sie Billy sagt, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Oh. Da ist so ein blödes Ding. Ja, komm. Schieß. Okay. Okay. Oh. Ekeliger Tausendfüßler. Oh nein. Schieß. Okay. Oh Gott. So droht. Und wir haben auch nur noch 5 Schuss. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wir haben's, oder was? Oh, wir haben's. Oh, danke. Mein Gott. Are you alright? Yes, thank you. Puh. Errungenschaft freigeschaltet, Schluss mit Schabernack. Ja, das. Ah, deswegen konnten wir unten auch kein Item ablegen. Okay. Boah, schaut euch das an. Wir haben nichts mehr. Boah, ist das übel gerade. Ist das heftig. Aber gut, Freunde. Ich würde immer sagen, an Betracht dessen, dass die Folge voll ist, würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja. Wie es hier da weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.